So, Freunde, ich bin hier gerade live auf Twitch und ich habe gerade schon mal zusammen mit der Community Hand analysiert. Jetzt als Zusammenfassung gibt es das Ganze hier nochmal auf YouTube. Hier sieht man auch schon im Hintergrund die Hand. Wir schauen uns die ganz kurz mal Oh, King an. Kong, UTG Spy Man foldet, nee, Gamba. UTG plus 2 foldet schon. Die ersten beiden Habe folden. Wir ich sind nie gehabt. six-handed am Tisch. Nie. Der Kenne ich nie. Hijack, ja, ist gerade dran. Wir sehen die Ist immer Könige. Wir ungerecht, hören dass du Eddie immer Scharf im ausgeschossen Hintergrund. wirst bei sowas. Und Stefan Hachmeister. Aber wenn du die nie hast, musst du ja So, statistisch 16 irgendwann mal ein Millionen Turnier sind spielen, sein wo du irgendwie Stack. 10 Der Hände Big hintereinander Blind eine sind Nudan Queen Asse kriegst. Ja, 600.000. habe ich auch. Ja, So ein 5-Euro-Chip. das Ja, heißt, er hat genau, ne? 26 Big Unter Blind. Freunden, ne? Wo es Ja, um nichts genau. geht, ne? Ganz knapp drüber. So, er tankt hier ziemlich lange. Was man Ja. hier übrigens sieht, er guckt in seine Hand, das ist mir Ist auch immer ungerecht, aufgefallen, dass du währenddessen das immer Einzige. aus. Er guckt ganz kurz rüber, nur zu mir. Er hat davor, als ich mich beobachtet habe, mal geguckt, welche Position er hat, welche Spieler noch hinter ihm kommen. Er guckt nur ganz kurz auf meinen Stack oder hier aufs Board. Ich weiß nicht genau, wo er hinguckt, aber er guckt ganz kurz. So, das ist mir hier ganz kurz an der Stelle aufgefallen. Bedeutet, dass er eher nicht am Bottom seiner Range spielt. Was aber dazu kommt, das ist ein kleiner Tell, den ich bekommen habe, der aber nicht viel zu sagen hat. Ich darf mich da nicht zu sehr drauf verlassen. Ich kann ihn mit aufnehmen, kann ihn ganz bisschen mit aufnehmen, aber ich sollte nicht aufgrund eines Tells so viel machen. Also ich kann es mit aufnehmen. Er könnte hier eine bisschen tightere Range haben. Ausgeschossen wirst In bei dem Fall nicht. sowas. Okay, wir sehen hier, er hat die Könige. Aber Man wenn du könnte die sagen, oh, nie der Tell hast, musst du stimmt, ja er hat die statistisch Könige, aber irgendwann mal ein nein, das Turnier kann spielen, wo du genau irgendwie solche Tells mache ich auch oft genug und es stimmt nicht. 10 Hände Deswegen, hintereinander nur und Dame auch alle Queen Asse anderen, man kriegst. sieht dann Ja, habe nie ich auch. richtig. Es gibt halt Ja, Tells, die ist sind immer ungerecht. eindeutiger, da Ja, ist man genau, ne? sicherer, Unter manche wohl Freunden, nicht. Also wo den es um Tell habe nichts ich. geht, ne? Da würde ich auch ein bisschen was drauf setzen, aber nicht zu viel. So. Ja, das ist das klassische Und König ist natürlich Timing-Problem, jetzt auch was es da gibt. sehr extrem stark. Seinen Lauf sollte man halt im WSOP Main Event haben und nirgendwo anders, Jetzt ne? überlegt er. Und dann mal konserviert über 9 Tage oder 7 oder 8 Tage. Er hat übrigens immer, also wir haben erst seit einer halben Stunde hier am Tisch zusammen gespielt und er hat Aber dann immer heißt man James seine Gold, ne? Hand so ganz langsam aufgemacht und extrem lange gewartet, Ja. extrem lange. Aber Weiß ich manchmal auch, wenn nicht. er Ich gespielt hat, manchmal glaube, auf der gefoldet. Ja, Flop. wie gesagt, wir Keine saßen Ahnung, erst der 35, 40 war ja Minuten danach noch ab an und zu einem mal zu Tisch. sehen und Das letztes heißt, Jahr so noch viel ähnlich Information stark im hatte ich Main nicht. Event. So, alle Folden zu mir. Ich bin im Big Blind mit 25 Millionen. Sein Open Race, das sieht man gerade nicht so gut, die Schrift davor, gleich geht sie weg, ist auf 1,475 Millionen. Bei 1,5 Millionen, okay, da kann man es jetzt sehen, bei 1,5 Millionen wären 2,5 BBs. Das sind ganz knapp, also es sind 2,475. Ich sage jetzt einfach mal 2,5 BBs, die ja Open Race. So, jetzt bin ich im Big Blind und Neuner. Jetzt gibt es die Möglichkeit für mich zu callen, zu folden oder zu dreibetten. So, bei einer Dreibet würde ich hier einfach mal schon mal Folgendes machen, das nehme ich schon mal so ein bisschen vorweg. Bei einer Dreibet ist das Ganze jetzt, wir haben 26 Big Blinds. Wir müssen jetzt gucken, okay, wir spielen, wenn der called out of position, das heißt, wir müssen es ein bisschen teurer machen. Damit er, weil sonst callt er zu viel und kann halt out of position gegen uns easy weiterspielen. Wir können es aber nicht zu günstig machen. Ah ja, genau, deswegen können wir es nicht zu günstig machen. Wir können es aber auch wiederum nicht zu teuer machen, weil wenn wir hier drei betten und er geht all in, sind wir extrem committed. Wir haben halt immer gute Pot-Odds, wir haben mal ganz schnell 40% oder besser Pot-Odds. Und was wir mit unseren Neunern dann einfach immer zu einfach realisieren, das heißt ständig callen müssen, aber auch ständig gegen starke Hände laufen. Das heißt, wir machen dann ja eine Dreibet, die wir halt eh callen müssen. Und ja, oder die es uns dann total schwierig macht, weil vielleicht dann manchmal ja auch noch wieder super stark gehändert. Also, wenn ich hier drei bette mit 26 BB, out of position, immer ein All-In. So, das ist halt immer ja da von mir. Da müsste ich schon extrem Informationen über diesen Spieler haben, was der 4-Bet pusht und der müsste extrem quasi falsch spielen, damit sich ein 3-Bet nicht pusht für mich hier lohnt. Also, dass ich das Ganze als Adaption mache. Aber nach Nash mit 26 BB gehe ich hier immer 3-Bet All-In. Ist es halt genau da so die Grenze. Also in Position sind wir so 25 Big Blinds, ab da kann man 3 betten, 3 bet pushen, alles so. Out of Position kann man nochmal ganz paar Big Blinds mit mehr raufhängen, also auch 28 BB. Ich glaube, gerade hier in so einem Turnierformat kann ich auch 30 Big Blinds out of Position sehr also profitabler 3 bet pushen. So, da kommen wir gleich aber nochmal drauf hin. So, die Option Call, die werde ich am Ende nochmal kurz drauf eingehen. So, jetzt habe ich erstmal, okay, wenn ich drei bette, dann all in. Ich kann natürlich callen, ich kann folden. So, ein Fold macht natürlich keinen Sogar Sinn. gespielt. So. Aber der hat auch gedacht, er wäre der Größte, ne? Ja, ich meine Oh ja, ganz. jetzt Mickey Mouse, paar Neuner. Mickey Mouse von Ah. meiner, Ist auch Eddie. schwer für ihn. Ja, sehr schwer. 800.000 zu Call. 800.000 zu callen. Wie viel Million 875.000. hat der? 15 Millionen. 15, und das ist. Ist nicht schlecht. Genau, andere hat 15, ich habe 25. 26 Big Blinds, ich habe deutlich mehr. Bin der zweite Chip Leader am Ja, Tisch.                                                                                                                                                       װ               װ               ││     ││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 
Mal gucken. Ja, rein gefühlsmäßig würde ich ihn jetzt wahrscheinlich raisen. Genau. Also Eddie Scharf sagt schon, auch hier, da sagt er quasi von denen, was der hier den ganzen Ende gesagt hat, aus meiner Sicht das einzig Richtige, was er sagt. Das andere waren aber Standardsachen, wo er anderer Meinung war. Aber hier sagt er, okay, die Neuner würde er drei betten. Genau. Das ist ja auch soweit richtig, das sehe ich auch so. Auch ich habe es danach, aber es ist jetzt nicht so, dass ich vorher, ich sehe das so und ich reflektiere mich dann da selber nicht und sage so, ey, ich habe die Hand falsch gespielt, ich habe sie Grütze gespielt, sonst was. Ich bin da auch ganz klar so, dass ich das einsehe oder dass ich mich da besseren belehren lasse, dass ich nicht sage, so wie ich spiele, ist das Richtige, sondern dass ich mich hinterher ransetze. Ich habe die größten Fehler gemacht an Final Tables, die ich hinterher analysiert habe und gesehen habe, gesagt habe, selber drauf gekommen bin mit Rechnen, okay, es war falsch gespielt. Und hier bin ich mir, war ich mir schon vorher relativ sicher, nur dass der Call vielleicht profitabler ist, aber auch, also währenddessen, ja, ziemlich sicher. Aber ich zeige euch jetzt, weil die Kritik da so hoch war oder einfach so viel, ich glaube, dass das ein Content ist, der extrem fehlt, deswegen zeige ich euch, warum ist, sind die Neuner hier im 3-Bet-Push so profitabel. So, Eddie Scharf hat gesagt 3-Betten. Ich habe gerade versucht zu erklären, warum das All-In, warum wir nicht 3-Better All-In, weil ich halt kein Size nehmen kann, mit dem ich ihm nicht zu gute Pot-Odds gebe, dass er einfach Call und in Position weiterspielt und ich schwierige Flops habe mit den Neunern. Und wenn ich es zu groß mache, dann committe ich mich. So, er callt natürlich mit den Königern, hat nur ganz kurz überlegt. Ja, aber ging dann der relativ schnell rein. In und Trouble, hat dann zwar immer noch um die 10 Millionen behind, aber... So, ja, und ich verliere das Ganze. Kommt sogar ein König und Flop, Turn bin ich tot. Ja. Jetzt gehen wir mal auf die ganze Rechnung ein. Ich habe die gerade im Stream detailliert gemacht, habe alles aufgeschrieben. Ich will jetzt mal ein bisschen genauer zeigen. Oh, das war das Falsche. Da. So, ich habe jetzt das schönste Layout, weil ich bin hier gerade noch im Kings. Ich habe gerade quasi frisch erst die Hand gespielt. Bin hier insgesamt 10 Tage. Für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, man kann das Ganze auch im Vlog sehen, mein Deep Run. Es sind gerade 20 Spieler left übrigens in dem Turnier, wo ich die Hand habe. So. So, jetzt habe ich hier, schon mal, ich habe noch gerade ein paar Hände drin, jetzt habe ich hier einfach mal, ich habe selber vorher schon sehr viel mit der Hand gerechnet und ausprobiert und auch mit anderen Leuten gesprochen. Vielen, vielen Dank nochmal an Josep von Party Poker, der mir hier auch noch mich unterstützt hat. Vielen, vielen Dank für mich auch ein Spieler, von dem ich sehr viel halte, ein absoluter Crusher und der auch halt gesagt hat, die Neuner gehen hier eigentlich immer rein oder der Ansicht war auf jeden Fall. Ja, so jetzt haben wir hier auch mal nochmal zusammen als Community, ich habe vorher sehr viel gemacht, aufgrund meiner Annahmen, aber jetzt auch nochmal als Community gesagt, okay, was für eine Range geben wir dem? Was für eine Opening Range geben wir dem vom Hijack mit 26 Big Blinds auf 2,5 BB? So, dann haben wir als Community diese Range-Alarm einfach gepostet. Ich habe so einen Mittelwert herausgenommen, haben ihm diese Range gegeben. So, die würde er open raisen. Das sind 176 Kombinationen. Wir haben die 9er auf der Hand, deswegen blockieren wir insgesamt 13 von diesen Kombinationen. Blockieren wir. Das sind noch 163 Kombinationen, die er insgesamt spielt. So, jetzt haben wir halt das als Opening Range. Ich habe hier mehrere ausprobiert, habe mehrere rumgerechnet. All diese Sachen übrigens macht der Hold'em Resource Calculator. Also das Ganze, was ich jetzt in der Theorie gemacht habe, macht er komplett alleine. Also diesen kompletten Rechenweg. Das heißt, ihr könnt unten den Link auschecken. Hold'em Resource Calculator. Ja, damit supportet ihr auch noch Defron aus meinem Team, wenn ihr das über den Link kauft. Das kostet nicht mehr. Das macht alles automatisch. Ich versuche nur, weil viele nicht genau wissen, wie funktioniert das Tool, ne? Wie berechnet man sowas, deswegen sowas zu erklären. Weil so ein Tool zu benutzen, wo man nicht weiß, wie es funktioniert, bringt relativ wenig. Deswegen versuche ich zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Hier habe ich ganz kurz die Blocker ausgerechnet übrigens. Ja, versucht das Ganze zu erklären, damit man weiß, okay, was macht so ein Tool im Hintergrund, weil es gibt noch viel kompliziertere Rechnungen. Da gehe ich hinterher nochmal ganz kurz drauf ein, was das alles macht. So, okay, jetzt haben wir 163 Kombinationen, die er spielt. Jetzt holen alle, wir pushen einen Big Blind. Er weiß natürlich meine Hand nicht, ich habe 9er. So, jetzt habe ich überlegt, okay, was callt denn noch hier? Es ist ein Turnierleib, wir sind 20 Spieler left. Es macht eigentlich ICM-technisch nichts aus. Es ist aber ein Freizeitspieler, würde ich auf jeden Fall sagen. Ein anderer Spieler, so habe ich ihn eingeschätzt, auch schon in der, in den paar Händen, die wir gespielt haben. Ein Freizeitspieler, wir sind am Feature-Table. Ich habe übrigens auch den Tell, dass alle von, über alle von denen hatte ich das, alle die dran waren, haben vorher noch nicht an einem Feature-Table gespielt. Das heißt, alle waren es nicht gewohnt, dass die Hände von denen gesehen werden, analysiert werden, sonst was. Das heißt, die Leute haben Angst, hier falsche Sachen zu machen, falsche Sachen zu eröffnen, zu weit zu öffnen, sonst was, wegen dem Hate. Oder weil es analysiert wird. Das fällt bei mir sehr weit weg, würde ich sagen. Also wenn ich da dran bin, ich bin eh jemand, mir ist das so ein bisschen egal. Aber ich streame einfach jeden Tag und habe ein paar hundert Zuschauer. Da waren jetzt vielleicht 100, 200 mehr oder es war nochmal tiefer, es wurde mehr drauf geachtet.
ne, auch viele Leute, die nicht direkt aus meiner Community sind, dadurch war es ein bisschen größer vielleicht. Aber insgesamt würde ich hier einfach sagen, ist das halt ein klarer Vorteil im Feature-Table für mich, weil ich es gewohnt bin, dass einfach ein paar hundert Leute immer meine Hände sehen und diese diskutieren und ich trotzdem einfach frei spielen muss. So, das heißt hier einfach einen klaren Vorteil, ich mache mir darüber nichts. Ja, also hier haben wir dann die Hände, die wir alle analysiert haben. Ich mache das Ganze übrigens hier auf meinem Twitch-Livestream. Man sieht auch hier oben ein bisschen den Chat. Da könnt ihr mal ein paar Mäuse reinspammen. Ich gehe sonst natürlich auch mal direkt auf die Fragen ein. Ich mache das gerade als YouTube-Aufnahme. Aber falls ihr meinen Twitch-Channel noch nicht kennt, auch der Link unten drin, einmal drauf gehen, Follow da lassen. So, okay, jetzt haben wir die Range mit der eröffnet. Jetzt gehe ich all in mit den 9ern. Er weiß natürlich meine Hand nicht. Wir wissen seine Hand auch nicht. Deswegen rechnen wir nur in Ranges. Beziehungsweise ich überlege gerade, meine Entscheidung mit den 9ern war richtig. Deswegen keine Range. Er müsste jetzt bei mir aber wieder in der Range nachdenken. So, jetzt ist die Frage, mit welchen Händen callt er noch? Da habe ich aber auch mit der Community zusammen eine Range erarbeitet. Ich habe bei allem, was wir gemacht haben, die Ranges habe ich immer in einem kleinen Nachteil für mich genommen. Das heißt, ich habe zum Beispiel hier Herrenkombination, wo ich glaube, dass er die teilweise foldet. Kannst du dann sie jetzt auch zeigen. Oh, das habe ich hier gar nicht abgespeichert. Ne, dann machen wir die ganz kurz manuell. Ich weiß hier, glaube ich, noch. So, wir haben gesagt, 10er aufwärts callt er. Ass Dame suited, Ass König offsuited callt er. Ah, ne, genau, so hatten wir es sogar. Ass Dame, Ass Bube suited. Oh, das sieht man nicht ganz. So, okay, das hatten wir. Wobei jetzt hier auch auf strittig war. Ass Bube suited, glaube ich, wird er oft nicht callen hier für Tourney Live am Feature Table, wenn er das Wort All In hört, genauso wie Ass Dame. Oh, nicht. König Dame suited habe ich jetzt nicht mit reingenommen. Glaube ich auch, für so einen Freizeitspieler wird hier einfach nicht gecallt. So, das heißt, gegen seine Range, paar Flips, aber ich bin insgesamt sehr, sehr weit hinten, vor allem gegen diese ganzen Pockets. Hier auch kurz zur Berechnung, um reinzugehen, man sieht, das sind 66 Handkombinationen. Oh, da unten sieht man das, 66 Handkombinationen von den 1326. Um das kurz mal mit reinzunehmen, die Pocket-Dingen sind natürlich viel weniger Handkombinationen als die Offsuited-Handkombinationen oder auch Suited. Deswegen, ja, wenn es auch so viele Pockets sind, sind es insgesamt relativ wenig. So, okay, jetzt machen wir das Ganze übernehmen. Jetzt muss ich in meiner Rechnung schauen. Okay, ich habe geguckt, was ist seine Opening Range, dann habe ich geguckt, was ist seine Calling Range. Er Open Raised 163 Kombinationen, er Called nur noch 66 Kombinationen. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er Called, sind 40%. Die Wahrscheinlichkeit, dass er foldet, sind 60%. So, jetzt ist die Frage, okay, bei einem Fold ist relativ leicht, ist es der Big Blind schon drin, ist der Small Blind drin, also Big Blind ja von mir, aber der würde ja. Man vergleicht das Ganze mal zu einem Fold bei so einer Rechnung. Genauso würde man dann den Call zu einem Fold vergleichen und gucken, ob der Call halt profitabler ist als der Fold, ist er ja auf jeden Fall. Aber wie viel profitabler ist er? Und wenn der Call, da der Defend von den 9ern im Big Blind mehr profitabel ist als der 3-Bet Push, dann kann man das natürlich machen. So, aber jetzt gucken wir einfach erstmal, okay, wie viel profitabler ist das gegenüber einem Fold. Es sind 5 Big Blinds im Pot, wenn der andere foldet. Das Ganze passiert aber nur zu 60%. Das heißt, ganz effektiv sind das dann drei Big Blinds, die ich hier gewinne durch den Fold. Also ich gewinne eigentlich 5 BBs, aber es passiert zu 60%, sind 3 BBs. So, das ist leicht gerechnet. Jetzt haben wir aber noch die 40%, in denen er callt. Jetzt muss ich erstmal überlegen, okay, wie groß ist der Pot? Der Pot ist bei 53,5 Big Blinds. Meine Equity, die kann ich hier, auch übrigens das Equilab von Poker Strategy, ist komplett umsonst. Ja, aber ist ganz lustig, so zum Rumspielen oder zum sowas zeigen. So, jetzt kann ich das Ganze auswerten, meine Neuner gegen die Range des Gegners hier. So, ich habe 38% Equity, nee, gar nicht sogar 38,2, das ist die Win, es gibt ja ein paar Mal noch Splitpot. So, das heißt, auf lange Sicht gesehen gewinne ich auch 38,2% der Chips. So, ja, das heißt, wenn wir jetzt den Pot nehmen und meine Equity damit berechnen, bekomme ich auf lange Sicht aus dem Pot 20,437 Big Blinds. Ich habe das Ganze hier unten übrigens dann abgerundet, auch wieder zum Nachteil für mich. Und zwar habe ich geguckt, okay, ich habe aber von dem ganzen Pot nur 25 BBs investiert, da war ja auch noch ein bisschen Dead Money drin, Ante, Small Blind und mein Big Blind, den ich schon bezahlt habe. Das heißt, ich bekomme 20,4 BBs wieder. Das ist bei 25 Big Blinds, die ich investiert habe, ein Minus von 4,6 BBs Gewinn. Also, ich mache halt Minus, macht keinen Gewinn.
und 4,6 PBs. So, jetzt muss ich noch gucken, okay, diese 4,6 PBs, das Ganze passiert zu 40%, in denen er von seiner Calling Range, sorry für die Rechtschreibfehler hier, aber das heißt, da an der Stelle mache ich dann effektiv auf lange Sicht gesehen 1,84 Big Blinds minus. Das Ganze natürlich überall immer ein bisschen sogar im Nachteil gerechnet für mich. So, wenn man jetzt die beiden Werte noch zusammen nimmt, dann hat man insgesamt hier am Ende 1,16 Big Blinds Total Profit. Also durch den 3-Bit-Push mit den 9ern gewinne ich hier auf lange Sicht 1,16 Big Blinds. Das klingt jetzt nicht nach viel, das ist aber richtig, richtig viel. Wenn man jetzt bedenkt, man spielt halt, was weiß ich, wie viele Hände die Stunde, live sind es weniger, online mehr, ist sowas, wenn man das weglässt, einfach extrem viel pro Hand oder auf einer Hand gesehen. Es sind in echt wahrscheinlich sogar noch mehr, weil ich glaube, wenn ich seine Range nochmal, so wie ich sie eingeschätzt habe, nicht die Community, wie ich sie sogar einschätze, das halt oder noch weniger defended, auch hier überall, wo ich im Nachteil für mich gerundet habe, mache ich hier noch mehr, also 1,16 Big Blinds Profit. Da muss ich auf jeden Fall rein, auch wenn ich da einfach extrem viel riskiere. Das ist aber der Grund, warum ich auf lange Sicht dahin gekommen bin. Außerdem sind die Payouts so exponentiell hoch. Der Weg noch bis zum Final Table ist noch hier bei über 20 Spielern left. Zu dem Zeitpunkt hatte ich die Information, dass wir 22 oder 21 left sind. Ich war der 20. der rausgeflogen ist wohl. Ja, aber auch da, auch bei Final Two Tables. Ab Final Table fängt dann hier das ICM an. Ja, das, wenn man das aber noch mit einberechnen würde, würde das aber zum Nachteil, zum Vorteil für mich sein, weil er muss nämlich noch mehr folden, weil ich ja ihn cover, er hat ja viel mehr Angst, einen Pot zu verlieren als ich, weil er fliegt raus, was ja auch gerade ein typisches Freizeitspielerverhalten ist, ich einfach wenig Angst habe, rauszufliegen mit einer Hand und ja, weil ich einfach nur den Profit sehe und die Entscheidung und nicht, dass ich rausfliege. Also, total abgefasst, das Ganze ist so. Es gibt natürlich jetzt noch mehr Kombinationen, wie zum Beispiel, hinter mir sind noch zwei Spieler, drei Spieler, ich mache ICM mit rein und viel mehr. Ich habe dazu auch ein Hold'em Resource Calculator Video, wo ich ein paar Spots entleere. Ja, da könnt ihr das auschecken, da braucht ihr das nicht alles so kompliziert selber machen. Der berechnet das Ganze dann halt schon mathematisch. Ich werde nochmal vielleicht ein bisschen erklären, wie Nash funktioniert. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt hier nochmal eure Meinung zu den Neunern reinhauen. Und ich will jetzt nicht, ja, aber du sitzt da nur einmal oder sonst was. Gerade weil ich da nur einmal sitze, will ich die volle Equity ausnutzen, will natürlich den höchsten Profit da rausnehmen. Ich könnte natürlich sagen, oh, jetzt spiele ich die Hand nicht sonst was, hole eine geringere Edge, aber dafür komme ich im Schnitt ein bisschen weiter. Aber ich werde einfach nicht so oft Erster und hole nicht so oft das dicke Geld. Und dadurch würde ich hier auf lange Sicht viel Geld wirklich in Dollar liegen lassen. Und rede nicht nur von Chips, sondern wirklich Geld, das ich liegen lassen würde. Also, mit den Neunern druckt man hier Geld. Ja, ich hoffe, du hast es nicht schon vorher so gesehen, weil dann hat es dir nicht so viel gebracht. Aber wenn du es auch so gesehen hast, dass du die Neuner gepusht hättest, dann hoffe ich, ich konnte dir ein bisschen was zeigen, wie man sowas berechnet. Das ist jetzt einer der einfachsten Spots, die man selber komplett berechnen kann. Deswegen habe ich das hier immer so gemacht, um das zu zeigen. Ansonsten natürlich Hold'em Resource Calculator, das würde immer viel zu lange dauern. Es gibt natürlich auch noch andere Tools. Ich bedanke mich, abonniert. Nächstes Wochenende gibt es den nächsten Vlog. Da spiele ich nämlich dasselbe Turnier nochmal, nur nicht mit 220 Euro Buy-in, sondern 550. Ich bin noch, wie gesagt, hier im Kings. Ihr könnt mich besuchen kommen. Ganz viel Spaß dabei. Bis dann, peace out und tschüssi Müsli.